Hallo Aktienfreunde, jetzt im Dividendencheck 3M. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und außerdem am Ende des Videos, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. So, legen wir los. Aber erst kurz zur Dividendenrendite und die liegt aktuell bei 3,3%. Jetzt zum ersten Kriterium. Wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Gewinn der Aktie? Also hier mal aktuellen Wert von 64% und das ist noch im guten Bereich, würde ich sagen, und gibt daher einen halben Punkt. Das zweite Kriterium, wo liegt die aktuelle Ausschüttungsquote auf den Free Cashflow der Aktie? Also hier liegt der Wert momentan bei 52% und das ist ebenfalls im guten Bereich, würde ich sagen, und gibt ebenfalls einen halben Punkt. Das dritte Kriterium, hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren von 2,20 Dollar auf 5,88 Dollar je Aktie angestiegen. Und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Und das gibt einen vollen Punkt. Das vierte Kriterium, hat die Firma in der letzten großen Crashphase regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Also kurz vor der Finanzkrise bis kurz danach ist die Dividende angestiegen, und zwar von 1,92 Dollar auf 2,10 Dollar je Aktie. Und auch hier gab es keine einzige Kürzung der Dividende und damit gibt es hier ebenfalls einen vollen Punkt. Das fünfte Kriterium, wie stark war das Dividendenwachstum in den letzten 5 Jahren? Und hier ist die Dividende im Durchschnitt pro Jahr 7% angestiegen und das ist recht gut, würde ich sagen, und gibt daher einen halben Punkt. Dann zum sechsten Kriterium, wie soll sich die Dividende laut aktueller Prognosen entwickeln? Und hier erwarten die Analysten momentan eine Dividendensteigerung, und zwar von 5,88 Dollar auf 5,97 Dollar je Aktie. Und hier schaut es also gut aus und gibt daher einen vollen Punkt. Dann zum letzten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im folgenden Geschäftsjahr? Und hier erwarten die Analysten momentan eine Gewinnsteigerung, und zwar soll der Gewinn die Aktie genau genommen von 9,25 Dollar auf 9,59 Dollar je Aktie ansteigen. Und daher gibt es hier ebenfalls einen vollen Punkt. Und damit kommen wir zum Gesamtergebnis. Und hier holt 3M in meinem Dividendencheck insgesamt 5,5 Punkte. Und damit landet die Aktie in meiner Sicherheitscheckarmee auch auf der besten Stufe noch. Also kann man am Strich festhalten, dass die Dividende der 3M-Aktie insgesamt ziemlich sicher zu scheint, würde ich sagen. Zumindest laut meinem Dividendencheck. So, und dann jetzt noch zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in meinem 7-Punkt-Dividendencheck. Und hier landet 3M mit den 5,5 Punkten auf dem 4. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens auf einer Webseite abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, und dann prüfe ich jetzt noch, ob die Aktie aktuell denn günstig bewertet ist, und das Ganze mache ich im Aktienfinder, und hier habe ich bereits die Grafik zum fairen Wert aufgerufen, und hier könnt ihr nun zum einen den Kursverlauf verfolgen anhand des schwarzen Wertes, anhand der schwarzen Linie meine ich, bis Anfang März 2021 und anhand der gestrichelten Linie seht ihr den Verlauf des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn, und die blaue Linie, das ist der Verlauf des fairen Werts nach der Dividendenentwicklung. Und hier können wir jetzt erkennen, dass der aktuelle Kurs der Aktie oberhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan leicht überbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum Fair Value bereinigt. Allerdings im Vergleich zur Fair Value Dividende hier scheint die Aktie momentan unterbewertet zu sein, also im Vergleich zum Verlauf des fairen Werts nach der Dividendenentwicklung. So, dann zum Abschluss noch ein Hinweis, und zwar mein Check gibt nur eine Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien, und diese Einschätzung kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Video.